Hallo zusammen, ich habe hier unsere Y55PX mit 55 Liter Inhalt. Und ihr wisst, diese Box hat dieses Energielabel gehabt. Also es ist eine Box mit A++. Und diese Energielabel sind nicht mehr gültig. Und die können wir jetzt entsorgen. Und wir haben die neuen Energielabel. Aber diese Box, das geht nicht. Diese Box wird bei uns eingestampft. Das heißt, diese Box haben wir eigentlich seit Anfang Jahr nicht mehr im Sortiment. Diese Box läuft aus. Wir haben noch lagernd. Wir haben auch lagernd mit dem 212 und 230 Volt. Weil in Zukunft dürfen wir diese Boxen nicht mehr mit 230 Volt betreiben. Auch diese Lösung mit dem Netzgerät, was wir für die anderen Kühlboxen haben, also das ist kein Netzgerät für Kühlboxen, dürfen wir euch nicht verkaufen. Das ist ein Netzgerät für einen Scheinwerfer. LED, löst ein Desaster. Können wir auch hier hinten einstecken. So funktioniert die Kühlbox. Wir haben weiterhin die kleinere und noch die kleinere von diesen Boxen. Vom Bedienpanel her, hier leuchtet nur diese LED, wenn ich einstecke. Wenn ich hier einschalte, 3 Sekunden drücken, geht sie auf grün. Ich sehe die aktuelle Innentemperatur 18 Grad. Und hier über Set kann ich 5 Grad einstellen. Hier kann ich dann hoch und runter. Wenn ich zweimal drücke, geht es auf Fahrenheit Celsius. Und hier kann ich dann den Unterspannungsschutz von Low auf Medium auf High einstellen. Aber eben wie gesagt, diese Box kriege ich nicht durch die Energiezertifizierung rein. In der Schweiz nicht mehr, in Deutschland noch bis 2024. Also das heißt Anfang 2024. Also das wären jetzt 2 Jahre. Andere, die die gleichen Kühlbox haben, die kaufen wir zu. Da ist Thema, dass die einfach jetzt die Werte bescheißen und ja, dass ich in die Energienorm reinkriege, weil die Geräte werden wie Haushaltskühlgeräte behandelt. Und wenn ich so eine kleine Kühlbox nehme, die hier ein Volumen hat von 55 Liter, wir sehen hier dass die Modellbezeichnung. Wenn ich das Volumen schaue mit 55 Liter im Verhältnis zum Haushaltsgerät, haben wir natürlich sehr viel Volumen, das ist Geometrie, also sehr viel Oberfläche zum Verhältnis zum Volumen und kriegen hier die Energiewerte kaum hin. Mitbewerber haben sich jetzt entschlossen, entweder zu bescheißen oder die Geräte nur noch als 12 Volt anzubieten. Es gibt die zwei Möglichkeiten, weil ich möchte hier 13 cm Isolation machen, dass ich die in die Energieklasse A oder B hochkriege, dass ich sie vernünftig verkaufen kann. Also das heißt, Dometic zum Beispiel, die brauchen jetzt auf 12 Volt 4-mal mehr Strom wie auf 230 Volt. Die bescheißen jetzt einfach die Werte hoch, weil das kann nicht sein, dass sie auf 12 Volt viel mehr Energie braucht, nicht Strom. Strom ist klar, das ist 20 mal mehr. Ihr könnt auf der Homepage schauen, Energieverbrauch bei 230 Volt, 240 Volt, wie es da ist, und den Energieverbrauch bei 12 Volt. Klar wird eine andere Einheit angegeben, aber die, die es umrechnen können, kriegen das raus. Das ist also... Schaut nach. Wir haben uns entschlossen, diese Box aus dem Programm zu nehmen. Wir werden diese Box haben wir noch. Wir werden die jetzt bei uns im Lagershop, den zeige ich euch, anbieten. Da werden auch weitere Boxen von uns angeboten. Also das hier wird unser Lagershop. Momentan ist es wirklich Lager. Und hier kommen so Gestelle rein. Momentan werden wir hier nur vollgepackt mit Ware.
Ihr seht, was hier rumsteht. Das ist momentan noch ein Chaos. Über Netzgeräte, Ladegerät, Steuerung, Kühlelemente und so weiter. Es fehlen jetzt noch etwa 30 Meter solcher Regale. Und da bieten wir nicht nur Auslaufmodelle an und gebrauchte oder Kompressoren oder Kühlaggregate, Verdampfer für gewerblichen Sektor, sondern auch hier zum Beispiel steht eine gebrauchte Kühlbox oder ein Vorführmodell, ich kann es euch nicht sagen. Hier im Lagershop werden dann solche Boxen wie die Y55, die auslaufen, angeboten. Hier hinten hat es auch ein, keine Ahnung, gebrauchtes Gerät oder ein Transportschaden oder Retourware. Also hier, wenn der Lagershop vielleicht in einem Monat fertig ist oder richtig eingeräumt, könnt ihr hier schnacken und vielleicht euch ein Schnäppchen ergattern. Also dieser Lagershop kommt, schaut vorbei. Vielleicht gibt es ein Schnäppchen, was ihr ergattern könnt, ob ein Hauptschalter oder ein Solarregler oder Solarzellen, ganze Solarkits oder eben diese Box, die es jetzt dann halt nicht mehr gibt. Schade, EU hat uns, die Politik hat uns was reingemischt, was nicht schön ist. Es lohnt sich nicht mehr für Geräte, die nicht laufen, das ganze Labeling durchzusetzen. Hier mache ich euch einen Link über die zwei kleineren Boxen, ein altes Video, noch mit dem alten Energielabel. Und sonst sehen wir uns hier bei mir im neuen Lagershop, der kommt, sicher kommt der, das ist beschlossene Sache. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.